Willkommen zurück bei Ron. Und jetzt drehen wir ein bisschen die Zeit zurück. Also bei mir war das früher so, wie ich hatte mit meinen Kumpels jeden Donnerstag einen Videoabend. Der Ablauf war mehr oder weniger immer der gleiche. Ab in die Videothek, Film aussuchen, Kassette ausleihen, Film gucken. Kassette zurückspulen, ganz, ganz wichtig. Und weiter ging es dann in der Woche drauf. Ja, das ist aus früherer Vorzeit. Heute erinnert mich nur noch mein Notizbuch an diese Zeit. Heute hat man Streamingdienste, da geht das viel simpler und entsprechend stirbt auch die Videokassette aus. Wir wollten mal von Ihnen wissen, wann haben Sie sich eigentlich auch Ihren letzten Film ausgeliehen? Boah, ich glaube, das letzte Mal war ich 2010 ungefähr in dem Dreh rum, in der Videothek. Aber der Film, keine Ahnung. Also ich sag mal, jetzt in Zeiten von Netflix und sowas brauche ich das ja auch nicht mehr. Also Film gar nicht, DVD war das in der Videothek noch. Also das kenne ich noch. Ja, ich war dann schon quasi ein Auslauf, wo der, als ich noch ein Kind war. Also im zarten Alter von ungefähr Mitte 30. Ich glaube, ich war noch nie in der Videothek, wenn überhaupt. Also was es für einer war, weiß ich nicht mehr, aber vor 15 Jahren vielleicht. Das ja, ist irgendwie schon etwas überholt, Videotheken. Das wird wirklich bald mal gewesen sein, denn jetzt gibt es im Grunde genommen die letzte Chance in der Schwetzinger Stadt in Mannheim. Das schließt in dieser Woche Mannheims letzte große Videothek und Caroline Unger war dort. Die fabelhafte Welt der Amelie, das war ein Film, den ich vor mehr als 15 Jahren selbst ausgeliehen habe. Ich habe mich total drauf gefreut, habe den eingesteckt, bin sofort eingeschlafen, am nächsten Morgen um 10 Uhr wach geworden und musste ihn um 11 Uhr schon wieder zurückgeben. Das Ganze hat mich 5 Mark gekostet und auch heute kriegt man in einer Videothek keinen Film mehr unter 3 Euro ausgeliehen. Das ist ein Geschäft, was sich eigentlich heute gar nicht mehr lohnt. Und Matthias Simic ist seit mehr als 20 Jahren mit diesem Laden verbandelt. Seit 35 Jahren gibt es die Videothek hier und jetzt müssen sie schließen. Wie fühlt sich das an? Naja, es ist natürlich mit einer gewissen Wehmut verbunden, aber auf der anderen Seite muss man sich eben den Gegebenheiten anpassen. Die Streamingdienste, Video on Demand, das Online-Geschäft allgemein wird immer stärker und der Druck auf uns und unsere Branche ist enorm gewachsen und dann muss man kaufmännisch denken und eben dann unter Umständen wie jetzt die Reißleine ziehen. Also die Leute gucken nicht weniger Filme, sondern einfach nur anders. Was war denn jetzt, für mich war es die fabelhafte Welt der Amelie, was war denn jetzt hier der beliebteste Film, der am meisten ausgeliehen wurde? Definitiv Star Wars, natürlich die alten Star Wars Filme besonders, die haben locker und leicht 1000 Verleihvorgänge auf dem Buckel und haben uns natürlich auch viel Geld eingebracht und wurden natürlich dann generationenübergreifend konsumiert. Also Väter kamen mit ihren Söhnen und haben das Staffelholz weitergegeben, waren bolle stolz, dass dann eben ihre eigenen Kinder sich genauso für das begeistern, was sie selbst toll fanden und das ist natürlich auch schön zu sehen. Wenn die Videothek jetzt nächste Woche schließt, was machen Sie? Sie haben ja dann erstmal keinen Job. Was machen Sie? Gehen Sie in die Filmbranche oder investieren Sie in Netflix? Letzteres auf jeden Fall nicht. In die Filmbranche, also als Filmschaffender sehe ich mich nicht. Ich würde dann ganz gerne mich anders orientieren. 20 Jahre in der Branche, die prägen einen. Man erwirbt auch ein gewisses Know-how, aber dann ist die Gelegenheit da, sich nochmal neu zu orientieren. Und was passiert mit all den DVDs, Blu-rays und den ganzen Filmen und Geschichten? Wie Sie sehen, haben wir hier schon Lücken. Wir verkaufen, leihen kann man auch noch, aber hauptsächlich versuchen wir jetzt die Filme zu verkaufen. Wir hoffen, dass sich Filmfreunde finden, die ihnen ein neues Zuhause geben. Ansonsten werden wir das halt einlagern und selber gucken. Gab es denn auch welche, die ihre Filme nicht wieder zurückgegeben haben? Die gab es und die wird es auch immer geben, aber die können gerne vorbeikommen. Wie gesagt, bis Montag sind wir auf jeden Fall noch da und wir nehmen auch gerne Geld an. Das heißt, bis Montag kann man hier noch Videotheks-Feeling schnuppern, Videotheks-Luft schnuppern und kann vielleicht auch den ein oder anderen vergessenen Film dann doch nochmal zurückgeben.